Hey YouTube, heute seht ihr wieder nur meine Hände. Einmal die linke, einmal die rechte. Ja, denn heute mache ich wieder ein Unboxing. Ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk gegönnt, ja? Ein Weihnachtsgeschenk. Ich mir selber. Ja, und das mache ich, da mache ich jetzt wieder ein Unboxing davon. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ihr seht ja hier im Hintergrund, hier, mein iPad. Das ist ja ein überdimensionaler iPod, ne? Kann man sagen. Ja, da habe ich jetzt die kleine Variante davon. Der kleine, also der normale iPod hier, ich sehe gerade, das spiegelt ein bisschen, der iPod hier, den habe ich mir jetzt gegönnt zu Weihnachten. Haha, ja. In der, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich denke, man kann es sehen. 8 GB Variante. Habe ich mir, oh, jetzt hebe ich ihn aus dem Licht, aus dem Bild raus. Habe ich mir gegönnt. Und ja, den wollte ich jetzt mal für euch unboxen. Da ist doch diese Lasche da oben. Ihr seht also, das Ding ist noch zu. Ich, wie sonst auch immer, lasse ich das alles zu. Ich habe den mir gestern gekauft, habe den bis heute jetzt zugelassen. Und mache den heute jetzt auf. Am 24.12. Mit euch zusammen hier. Also ich mache jetzt diese Lasche hier weg. Ich ziehe das jetzt ab. Das ist, ich habe so eine Packung von iPod noch nie aufgemacht. Okay, das ging jetzt einfach leicht weg. Okay, ja. Dann kann man das hier, glaube ich, aufklappen. Genau. Wow. So, und dann ist ja hier schon der iPod. Noch mit einer Folie beklebt. Ja. Dann kann man das hier rausnehmen, glaube ich. Ich muss da mal kräftig dran ziehen. Ah, jetzt. Okay. Ja, der ist noch hier auf diesem Plastik drauf. Draufgeklebt hier, der klebt noch drauf. Aber hier ist ja schon mal der iPod. Ja. Wie sonst auch immer legen wir den erstmal, wie manche andere, legen wir den erstmal auf die Seite und fangen mal an mit dem Inhalt der Packung. Der bei Mediamarkt hat mir schön gesagt, was alles drin ist. Ich dachte mir, okay, alles klar, ich weiß. Ja, okay. Ich mache hier auf. Hier steht ja wieder Design bei Apple in California, wen es interessiert. Ja. Design bei Apple in California. Ich glaube, das stellt nicht wirklich scharf, aber naja. Hier, Design bei Apple in California. Wir machen den Deckel hier auf. Sehen hier natürlich gleich kurz Übersicht. Ich mache das mal auf hier. Ich mache das mal ab. So. Kurz über sich, ja, alles klar, danke fürs Gespräch. Heißt quasi Kurzübersicht. Ja, das hier. Heißt quasi Kurzübersicht. Und ja, das da unten eigentlich auch. Das ist komisch hier. Da beim Deutschen, ich weiß nicht, ob es euch das interessiert, aber ich muss das mal zeigen hier. Da steht Kurzübersicht. Beim Deutschen Kurzübersicht. Und unten, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, auch nochmal Kurzübersicht. So, ja. Bei dem anderen, das ja eigentlich auch Kurzübersicht heißt, steht da oben dieses heißt Kurzübersicht. Und unten heißt auch nochmal Kurzübersicht, aber da steht Demarakake. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Kurzübersicht in zwei Sprachen. Dann hier nochmal wichtige Produktinformationen, die sich eigentlich keine Sau durchliest, aber naja, sind dabei. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann, die Apple-Aufkleber. Ja, jetzt habe ich schon zwei Paar davon. Einmal vom iPad und einmal vom iPod. Ja, das machen wir wieder zusammen. Das mache ich nachher zusammen. So, sonst dauert es wieder zu lange. So, was ist noch hier drin? Einmal diese Kopfhörer. Apple-Kopfhörer, aber ich habe bessere, glaube ich. Ich habe bessere Kopfhörer. Ich sag mal nicht bessere, aber ich habe welche für 7 Euro. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Von Vivanco. Sind eigentlich nicht schlecht, finde ich. Also 7 Euro die Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob die, wie gut die jetzt sind, die Apple-Kopfhörer. Aber naja, ich werde es mal testen. Ich will mich mal davon überzeugen, wie die Kopfhörer sind. Also wie gesagt, Apple-Kopfhörer sind dabei. Und ich lege das mal hier weiter hinten hin, dann sieht man das auch noch, den iPod auch noch dahinter. So. So, und natürlich das Kabel.
Synchronisations- und Datenübertragungskabel. Synchronisieren muss man ja nicht mehr, glaube ich. So, das war auch der Inhalt der Packung. Ja, gut. Kommen wir mal jetzt zum Wesentlichen, zum iPod Touch. Habe ich gar nicht dazu gesagt, iPod Touch natürlich. Da zieht man hier diese Lasche ab, da ist ja so ein Pfeil drauf hier, ne? Da ist so ein Pfeil drauf. Den ziehe ich jetzt einfach mal runter. Und dann kann man das hier quasi abziehen hier. Und das klebt schon am Finger fest. Und ich weiß auch nicht warum, aber naja. Dann kann man hier diese Laschen hier noch wegmachen. Und ich hebe das voll aus dem Bild raus. Warum sagt man das keiner? Diese Laschen hier wegheben. Und dann kann man den einfach hier abziehen. So, dann hat man das Plastik weg. Hier, dieses Plastikteil hier. Plastik. Ja, hat man hier weg. Und dann, diese Folie ist eigentlich recht schön da drauf, ne? Also, sieht echt cool aus, finde ich. Also, auch echt sieht das aus. Aber, die muss natürlich ab, damit man den iPod auch verwenden kann, muss diese Folie natürlich ab. Jetzt ist er ab. Und hier ist er, der iPod. Und normalerweise kann man den noch jetzt eigentlich gleich anschalten und dann einrichten. Ich drücke mal auf den Knopf da hinten, der liegt ein bisschen blöd. Ah, er geht an. Der iPod Touch. Und während er angeht, zeige ich euch auch mal die Rückseite. Die Rückseite ist ja mal cool. Die finde ich cool. Und jetzt hat schon Fingertapser drauf. Ne? Hier Fingerabdrücke drauf. Überall. Naja. Aber, ja. Probieren wir mal was. So, ein bisschen sauber machen. Und schon kann man das auch wieder zeigen. Wow, spiegelt alles. Ihr seht hier meine Kamera, die hier gerade das Unboxing filmt, ne? Wie interessant, ihr seht mich. Ja, meine Kamera. Und da ist das Apple-Logo mit iPod und darunter steht, ich weiß nicht, ob man es da jetzt auch lesen kann, aber da steht auch 8 GB drauf. So, der iPod ist jetzt fertig oder nicht? Ja, hier. Genau, er ist fertig. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, doch, man kann es sehen. Hier kann man jetzt dann den iPod einrichten, ohne ihn an iTunes hängen zu müssen. Das ist jetzt auch quasi das Ende von meinem Unboxing. Ich werde den jetzt dann einrichten. Das gehört jetzt aber nicht zum Unboxing mehr dazu. Das war das Unboxing von dem iPod Touch mit 8 GB, den ich mir zu Weihnachten mal gegönnt habe. Und ja, das war's von mir. Eine Review. Ich weiß nicht, ob man eine Review machen muss, weil das ist ja eigentlich alles wie auf dem iPad oder so. Ja. Vielleicht von FaceTime. Wenn jemand FaceTime machen will, kann er gerne mich gerne mal anschreiben. Wenn einer von meinen Abonnenten gerne FaceTime machen würde, wäre ich dabei. Kann ich ja jetzt machen mit dem iPod. Und ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich sage mal, das war es, das Unboxing von dem iPod Touch mit 8 GB. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Das war es von mir. Bis die Tage und euch allen noch natürlich schöne Weihnachten. Und lasst euch reichlich beschenken. Bis dann und tschüssi.